She is everything to me. Ich bin so froh, dass ich heute wieder ganz normal leben kann. Ohne das TCE hätte ich das nicht geschafft. Deshalb komme ich auch heute noch gerne zu Besuch ins TCE, treffe aktuelle Patienten und meine ehemaligen Therapeuten. Ja, schön, dass du da bist, Melli. Wie läuft's bei dir? Ja, bei mir läuft's gut. Mir geht's soweit ganz gut. Und ich studiere jetzt. Wie läuft's so mit den Freunden, mit deinen Kommilitonen? Ist da auch alles in Ordnung? Ja, auf jeden Fall. Also da verstehe ich mich richtig gut. Wir haben auch recht am Anfang gleich so eine Clique gefunden, irgendwie, mit der wir uns gut verstehen. Und hast du noch weiterhin Kontakt zu den anderen von damals? Das ist jetzt ja was 6, 7 Jahre her, dass du bei uns warst. Ja, also zum Jugendkonzept zu fast allen noch. Okay. Genau, sind wir auch immer noch richtig gut befreundet. Okay. Und machen auch noch regelmäßig was. Mhm. Umso schöner ist es immer, dass ehemalige Patienten sich bereit erklären und auch ehemalige Patienteneltern sich bereit erklären, in Gruppen am TCE über ihre Erfahrungen nicht nur während des Aufenthaltes zu berichten, sondern auch danach. Was ist danach passiert, nach der Entlassung im TCE? Wie ist es einem ergangen? Hier im TCE haben wir ein gruppentherapeutisches Konzept, in dem die Gruppe viel Arbeit übernimmt. Nicht der Therapeut und der Arzt, der ist häufig nur Moderator, aber in der Gruppe wird viel erarbeitet. Man tauscht sich aus, man geht durch schwierige Zeiten, man geht auch durch gute Zeiten. Man macht viel miteinander durch und ist füreinander da. Die WG-Zeit mit den anderen war sehr schön. Wir haben uns gegenseitig unterstützt und auch jede Menge Spaß gehabt. Ja, gerne. Ich fand es sehr cool, dass wir uns die Räume so einrichten konnten, wie wir wollten. Hallo. Schließlich haben wir hier ja einige Zeit verbracht, die sehr prägend war. Also es gefällt euch? Ja, auf jeden Fall. Das TCE ist eine Tagklinik in Kombination mit therapeutischen Wohngruppen. Unsere Patienten wohnen in der therapeutischen Wohngruppe und nehmen von dort an der tagklinischen Therapie teil. Die jüngeren Patienten verbringen die Wochenenden immer bei ihren Familien zu Hause. Die Älteren wohnen durchgehend in der therapeutischen Wohngruppe. Wir folgen am TCE auch einem Phasenmodell. Das heißt, zu Beginn der Therapie, in der Intensivphase, nehmen die Patienten an einem sehr intensiven Therapieprogramm teil, das eher dem vergleichbar ist, was sie auch in einer Klinik erleben würden. Im weiteren Verlauf, in der fortgeschrittenen Phase der Therapie, der Stabilisierungsphase, kehren sie dann aber in ihren gewohnten Lebensalltag zurück, also zum Beispiel in Schule, Ausbildung, Beruf, wohnen weiterhin in der Wohngruppe und nehmen nur noch an einem reduzierten tagklinischen Programm teil. In dieser Phase geht es darum, das im Alltag anzuwenden und einzuüben, was man zuvor in der Intensivphase gelernt hat. In der Zeit der Therapie war das TCE wie ein zweites Zuhause für mich. Ich fand es gut, dass die Tage für uns alle immer gleich abliefen. Das gab mir sehr viel Sicherheit. Wir arbeiten hier am TCE mit einer festen Essstruktur. Es gibt 3 verschiedene Portionsgrößen und diese werden anhand von Demotellern vorportioniert. Die Patienten wissen, welche Portionsgrößen sie an welchen Mahlzeiten haben und nehmen sich dann anhand des entsprechenden Demotellers die Menge aus dem großen Topf auf ihren Teller. Betroffene, die an einer Essstörung leiden, haben oft völlig verlernt, was ein gesundes, angemessenes, regelmäßiges Essverhalten ist. Und in der Ernährungstherapie geht es unter anderem darum, das wieder zu lernen. Es geht darum, dass es keine verbotenen Lebensmittel mehr gibt. Guten. Bevor ich ins TCE kam, wusste ich gar nicht, dass es mir so viel Freude macht, kreativ zu sein. Bei der Kunsttherapie fand ich immer sehr schön, dass man seinen Gedanken einfach freien Lauf lassen kann und einfach mal mit Farbe zu Papier bringen kann, was man gerade fühlt, ohne dass man gleich drüber sprechen muss.
Als meine Eltern und ich uns für die Therapie entschieden haben, hatte ich große Angst davor, sitzen zu bleiben. Die Schule für Kranke half mir, den Anschluss nicht zu verpassen. Die Schule für Kranke gewährleistet das Recht auf Bildung bei Krankheit. Und sie bildet sozusagen die Brückenfunktion zwischen den Ärzten, Therapeuten, den Eltern, den Schülern, aber eben auch den Stammschulen, wo die Schüler eigentlich hingehen. Schreibt mit euren Vokabeln einzuordnen. Ins erste Fach kommt immer die Karte. Neben den fachspezifischen Inhalten, wie zum Beispiel Mathematik, Deutsch und Englischunterricht, geht es uns aber hier auch ganz besonders um die ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schüler. Also Sozialkompetenz, Selbstkompetenz ist für uns ganz besonders wichtig und wir versuchen durch fächerübergreifenden Projektunterricht diese gezielt zu stärken. Die Therapie im TCE hat nicht nur mein Verhältnis zu Lebensmitteln verändert und mein Selbstbewusstsein gestärkt, durch sie habe ich auch einen positiven Zugang zu meinem Körper gefunden. In der Körpertherapie sollen unsere Patienten lernen, ihren Körper wieder als Freund und Verbündeten anzuerkennen und nicht so sehr als Feind zu sehen, den man bekämpfen oder kontrollieren muss. Wir arbeiten in der Körpertherapie mit Übungen, die helfen, die eigene Körperwahrnehmung zu verfeinern, zu sensibilisieren und auch zu korrigieren, weil die Betroffenen oft eine ganz verzerrte Körperwahrnehmung haben. Es geht darum, in Übungen den Körper auch als Quelle positiver Gefühle wieder kennenzulernen, also als Ursprung und Quelle von Freude und Genuss. Viele unserer Patienten haben Sport und Bewegung im Vorfeld als Zwang kennengelernt. Sie müssen sich bewegen, müssen Sport treiben, um Kalorien zu verbrennen. Und in der Bewegungstherapie geht es jetzt wieder darum, die Freude an der Bewegung wieder zu entdecken. Bewegung als Quelle von positiven Stimmungen und Gefühlen kennenzulernen. Und gleichzeitig die körperliche und geistige Flexibilität zu schulen, um aus den eher rigiden, eingefahrenen Denkmustern auszubrechen. Das Gefühl, aus der oft festgefahrenen Situation ausbrechen zu wollen, kennen auch die Eltern. Sie spielen in der Therapie eine wichtige Rolle und bekommen im TCE die nötige Unterstützung in dieser schwierigen Zeit. Es ist nicht einfach, sich die Krankheit einzugestehen. Und bis ich hier stehen konnte, war es ein langer und sehr schwerer Weg. Doch heute kann ich sagen, ich bin so gut, wie ich bin. Everything to me, and we both know we're meant to be an inspiration to me all along the way. We'll be there for each other.